schön, diese Tiere hier draußen auf dem Baum. Verhältnisgleichung. Nochmal schnell zur Erinnerung. Ich sag mal ein hässliches Wort. Da fangen die Schüler mal an zu heulen innerlich. Ich habe hier einen Preis und ich habe hier Stückzahl. Und ich möchte Folgendes wissen. Ich habe meinetwegen einen Preis von 4 Euro bei 3 Stück. Und ich möchte wissen, wenn ich, ich mach mal ganz blöd, wenn ich 8 Euro habe, wie viel kriege ich dann? Und schreibe hier ein Fragezeichen hin und jetzt kommt das Kotzwort, Dreisatz. Ja, da muss ich erst mal gucken, wie viel ein Stück kostet, also muss ich das durch 3 teilen. Naja gut, dann muss ich das auch durch 3 teilen. Könnt ihr euch erinnern? 4 durch 3 ist bekanntlich 1,3 Periode 3. Ich habe noch nie 1,3 Periode 3 irgendwo im Supermarkt bezahlen dürfen, weil bei 1,33 Euro ist vorbei. Wenn ich also hier rauskriege 1,33 Euro, ne, durch 3, 4 durch 3, 1,33 Euro. Und hier 3 durch 3 ist zufälligerweise ein Stück. Da muss ich dann sagen, ach so, wenn ich dann dahin komme, dann muss ich alles mal wie viel... Ach Mensch, alles Mist. Wenn 1,33 Euro... Ich habe was Schöneres. Wir nehmen diese olle Tabelle mal, wir lassen mal das Wort 3 Satz, denn wir kommen jetzt zur Verhältnisgleichung. Sagen wir hier Stück, ne? Die Tabelle bloß um 90 Grad gedreht und hier ein Preis. Und ich mache mal eine Mini-Übung und zwar einen Preis von Preis in Euro, damit ich mir die Schreiberei ersparen kann. Ein Stück, die können wir so lassen. Und ich sage, naja gut, 5 Euro und ich habe dann 15 Euro und ich habe hier 2 Stück. Da muss ich hier wohl, was muss ich hier kriegen? 6, ne? Hab schon gehört. Und so weiter und so fort. Jetzt kommt die Verhältnisgleichung an der Stelle. Wenn ich das nicht weiß, diese 6, dann schreibe ich ein x hin. Ich mache jetzt alles andere, was jetzt Verhältnisgleichung angeht, mache ich mal anders. Achtung, ich schreibe hier ein x hin. Hier mache ich einen Bruchstrich hin. Hier mache ich auch einen Bruchstrich hin. Und hier mache ich ein Gleichheitszeichen hin. Warum? Warum kann ich das machen? Bei direkter Proportionalität kann ich nämlich sagen, wunderschön, 2/5. Und hier muss gekürzt hinterher auch wieder 2/5 rauskommen. Wenn ich hier nämlich eine 6 habe und ich kürze das, habe ich auch wieder 2/5. Das nennt sich Quotientengleichheit. Das heißt, unsere Gleichung sieht so aus. 2 Stück geteilt durch 5 Euro ist genauso wie x geteilt durch 15 Euro. Ja, und so eine Verhältnisgleichung kann jeder ganz schnell lösen, mal 15 Euro. Und obwohl man es hier schon gesehen hat, dann habe ich, ich mache es mal ganz ausführlich, 2 Stück mal 15 Euro. Geteilt durch 5 Euro ist gleich x. So, wenn ich die Euros kürze, bleibt Stück übrig. Wenn ich die 5 kürze, bleibt nur 3 übrig. 3 mal 2 Stück ist 6 Stück. Ich krieg's also richtig frei hausgeliefert, mein Ergebnis, mit richtigen Maßeinheiten und so weiter. Das kann man in Chemie machen. Das kann man überall machen. In Physik und. So, jetzt nehmen wir mal ein folgendes Beispiel. Und zwar, es kommt einer in einen Gewürzladen oder in was weiß der Deibel was für einen Laden. Also ein Beispiel. Und zwar sagt er, hier habe ich eine Masse, also Masse M, aber Masse. Und hier habe ich einen bestimmten Preis in Euro. Und ich sage zum Beispiel, 4 Gramm kosten 25 Euro. Ich meine ein Gewürz, ne? Nichts anderes. Und ich sage, naja, okay, ich habe 105 Euro dabei. Wie viel kriege ich denn dafür? Gewürzladen oder sonst wo? Da wäre ich doch blöde, wenn ich das so hinschreibe und hier ein x. Ich kann mir doch die ganze Tabelle sparen. Nochmal der Sachverhalt. Ich sage das jetzt so. Ich weiß, dass 4 Gramm 25 Euro kosten. Und ich möchte gerne wissen, denn ich habe 105 Euro dabei, wie viel Gramm kriege ich? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Was muss ich in diesem Fall machen? Also das hier, das können wir uns wirklich, das können wir uns vom Aufwand her sparen, die ganze Tabellenschreiberei. Wir schreiben es gleich richtig auf. Was passiert? Was muss ich machen, um die Gleichung zu lösen? Also einfach, wenn man jetzt erstmal die Reziproke bildet und dann mal... Eben, stürzen.
Stürzen heißt, dass ich das einfach umgekehrt, aber auf beiden Seiten umschreibe. Ich sage, okay, 4 Gramm verhält sich zu 25, man spricht das auch so, wie 25, zu 25 Euro, wie X zu 105 Euro. Naja, der Rest ist jetzt wieder billig. Logisch. Nicht nur bei Strahlensätzen oder anderen Verhältnissen, auch hier zum Beispiel in der Chemie kommt es. Wir sagen, okay, wir gucken ins Tafelwerk, ein Wasserstoff hat eine Masse von 1 U, also habe ich hier insgesamt 4 U. Sauerstoff hat 16 U, zwei Stück davon sind 32 U. Und mich interessiert jetzt, ich habe meinetwegen Sauerstoff, möchte ich meinetwegen, bleiben wir mal bei Gramm, 100 Gramm, obwohl man das eigentlich in Litern angibt. Aber ich mache das jetzt mal und ich weiß nicht, wie viel Wasserstoff muss ich dazugeben. Wie stelle ich die Verhältnisgleichung auf? Am besten gleich, dass X oben steht. Diese blauen Dinge interessieren mich. Hör mal auf zu klappern. Ist egal, wer aufhören. Gut. Dann sage ich, okay, X schreibe ich oben hin, unten schreibe ich 4U hin. Ist gleich. Und jetzt muss ich natürlich auch umgekehrt hinschreiben. Ich habe mit X angefangen, muss ich mit 32U anfangen. Muss ich mit 100 Gramm anfangen. Und das zu 32U. Und jetzt sieht man, wenn ich das Ding umstelle, mal 4U, dann ergibt sich Folgendes, dann sage ich, x steht alleine und hier stehen 100 Gramm mal 4u geteilt durch 32u und ich kann die u's kürzen und siehe da, ich bin automatisch richtig. Und die 4 und die 32, die kann ich auch noch erledigen, das ist 8 und 100 durch 8, 100 durch 4 ist 25, durch 8 ist demzufolge 12,5 und zwar Gramm. Ich kann also mit solchen Verhältnisgleichungen komplett durchs Leben kommen. Proportionalitäten beziehen sich auf Verhältnisgleichen. Nichts anderes. Immer wieder das Gleiche. Gibt es irgendwelche Fragen noch dazu? Machen wir folgendes Beispiel. Und zwar möchte ich gerne wissen, wir bleiben mal bei so einem allgemeinen Ding. Warte mal. Und zwar ein Flugzeug fliegt eine Geschwindigkeit von 850 Kilometer in jeder Stunde. Schaut mal, was hier passiert gerade. Normalerweise schreibt man ja 850 Kilometer pro Stunde. Ne? Es soll eine Distanz zurücklegen, indem es 3,5 Stunden fliegt. Distanz, sagen wir D. Merkt ihr was? Wie leicht das wird. Der Rest ist Schmuck am Nachthemd, mache ich gar nicht weiter. Achtung, eine andere Verhältnisgleichung ist eine. Die kennt ihr schon. Goldenes Gesetz der Mechanik. Hier muss ich bloß darauf achten, dass ich Verhältnisse habe von Produktgleichheit. Ich habe zum Beispiel 40 Newton und das auf 2 Meter Hebel. Und ich will meinen Hebel verlängern und ich sage, maximal 3 Meter kann ich diesen Hebel verlängern und ich möchte F2 rausbekommen. Merkt ihr was? Ein anderes Verhältnis ist, wenn ich zum Beispiel sage, 40 Gramm pro Mol. Ja, pro 1 Mol. Ich habe aber 0,4 Mol. Masse M. Und so weiter und so fort. Das sind Verhältnisgleichungen. Wenn man die einmal hinkriegt, noch was. Wir hatten ja Strecken geteilt. Ich mache das mal so. Ich nehme jetzt mal nur zwei Strecken. Und zwar die eine Strecke, die ist von hier bis hier und ergibt das. Ich sage zu der Strecke A, ist meinetwegen 1 Meter und das ist B gleich 0,8 Meter. Und dann hatten wir eine andere Strecke geteilt und zwar, dann haben wir gesagt, okay, dann verschieben wir das ganze Ding. Und zwar sage ich hierzu B ist gleich 2,2 Meter. Und ich möchte entsprechend das dazugehörige Stück hier haben. Und dazu sage ich, was hatte ich? A und B, Quatsch, da muss ich hier C sagen. Und dann sage ich hierzu D. Wie stelle ich die Verhältnisgleichung auf? Ganz einfach. Ich sage, D will ich raus haben. D verhält sich zu seinem Stück hier, deswegen habe ich das braun gemacht, verhält sich zu 2,2 Meter. Genauso wie, jetzt muss ich wieder mit dem entsprechenden Stück anfangen. Wenn ich hiermit anfange, muss ich auch hiermit anfangen. Wie 0,8
8 Meter zu seinem Stück, zu 1 Meter. Ich kann die Meter schon mal kürzen, nebenbei gesagt. Ich nehme den ganzen Mist mal 0,2, mal 2,2 Meter und hab's raus. Und so weiter und so fort. Das sind die Vorteile, wenn man sich mit Verhältnisgleichungen auskennt. Jetzt was ganz Bescheuertes. Jetzt nehmen wir mal Prozentrechnungen und sagen, okay, meinetwegen 5 Tonnen. Ich schreibe extra mal TO, damit es besser, damit es nicht wie T wie Time ist, ne? T als Kürzel für Zeit. 5 Tonnen entspricht 100%. Ein Bauer hat zum Beispiel 5 Tonnen Rüben geerntet und er meckert und sagt, oh, so ein Ärger, jedes Jahr gehen mir 7% in Dutten. Und ich ärgere mich über meinen Verlust, aber ich möchte mal wissen, wie viel das ist. Guckt mal hier, selbst damit geht es. Wenn ich das mal 7% nehme, was passiert dann? Ich schreibe es nochmal extra auf. 5 Tonnen mal 7%, selbst Prozentrechnung lässt sich mit so einer Verhältnisgleichung lösen. Ist gleich x, Verlust. Könnt ihr auch V schreiben. Jetzt kürzen sich hier die Prozente komplett. Prozent durch Prozent ist 1, Prozent durch Prozent ist 1. Und ich kann ganz einfach rechnen, 5 mal 7 ist 35 durch 100, ist 0,35. Tonnen, bleibt schon übrig. Schon fertig, ne? 5 mal 7, 35 durch 100 ist 35 Hundertstel, also 0,35 Tonnen ist der Verlust. Ich krieg alles frei ausgeliefert, die Zahlen alles, wenn man es richtig beherrscht. Man muss bloß die Verhältnisgleichung richtig aufstellen können. Also jeder Blödsinn lässt sich damit fast lösen, hätte ich beinahe gesagt. Noch ein Ding, Beispiel. Einmal rum heißt ja mit anderen Worten, wenn ich das in Winkeln angebe, einmal rum sind 360 Grad. Okay, ich möchte mal wissen, wie viel ist denn 270 Grad? 72 Grad, der Winkel. Naja, dann... Wenn ich sage einmal rum und der Umfang zum Beispiel, also einmal rum, U ist bei einmal rum gleich 4 Meter zum Beispiel. So, dann kann ich jetzt wieder so eine Verhältnisgleichung aufstellen und kann sagen, 4 Meter ist einmal rum, das sind 360 Grad. Und wenn ich wissen will, wie viel 72 Grad sind, naja, schreibe ich hier wieder mein typisches X hin, nehme mal 72 Grad und hab's raus. Denn 4 Meter mal 72 Grad geteilt durch 360 Grad ergibt jetzt schon wieder das, was ich haben will. Also gekürzt, das passt zufällig, das ist 1, das ist 5. Komplett mit Einheiten sind sogar verschwunden. Und 4 durch 5 ist 4 Fünftel, also 0,8 Meter und so weiter. Also ich habe jetzt wirklich langsam habe ich keine Lust mehr, die vielen Beispiele aufzuschreiben. Letzten Endes ist das, was ihr eigentlich drauf haben müsstet seit der anderen Geschichte. So, das zur Verhältnisgleichung. Da lässt sich also viel mit erledigen. Noch irgendwelche Fragen? Gut, schließen wir das Video an der Stelle ab mit einem freundlichen. Wunderschön.